Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Ich liebe gerade diese Quest hier. Es ist so cool. So dumm. Ach, dieser Brooks, er ist ein Wahnsinn. Er hat es geschafft, eine Kommandie zu benutzen. Und wir haben ihn natürlich voll verarscht. Das hat sein müssen, tut mir sehr leid. Er hat es geschafft, seine Seele in diesen Knochenhaufen von uns zu transferieren. Und natürlich ist jetzt die Seele von dem Viech in seinem Körper scheinbar. Deshalb ist er so ein bisschen verwirrt, ne? Weil seinen menschlichen Körper haben wir schon gefunden. Und hier, ja, haben wir seine Topmodel-Variante. Mit ihm im Schlepptau sollen wir jetzt in die Zitadelle zurückkehren und dafür sorgen, dass er nicht stirbt, von den Dämonenjägern umgebracht wird, und wir müssen so erreichen, dass wir erstens drauf kommen, wer hat die Zauberformel, damit er wieder in seinen alten Körper zurück kann, also die Seele in seinen Körper zurück kann, und wir müssen natürlich auch seinen Körper finden. Wir haben ihn schon mal begegnet, also wir sind ihm schon mal begegnet, aber ja, wie soll ich sagen, wir hoffen halt, dass er noch immer in der Zitadelle ist und nicht irgendwie davongelaufen ist und wir ihn so irgendwo auf der Insel hier suchen müssen. Gut. Also. Ich muss lachen. Das ist eine Top-Quest, muss ich echt sagen. Gefällt mir sehr gut. Und genau so einen Humor in Spielen vermisse ich heutzutage. Ich meine, es kommt langsam wieder, hat man das Gefühl, bei einigen Spielen. Aber da kann es ruhig mehr werden und mehr sein. Ich mag es auch sehr gern, wenn Leute Dialekte haben, wie zum Beispiel die Khajiits bei Skyrim, also bei Elder Scrolls Skyrim zum Beispiel, wenn man das ein bisschen Arabische schon heraushört und merkt, das muss ein Wüstenbewohner sein, zum Beispiel. Oder wenn es in einem bestimmten Spiel einen Adler gibt, der auf einmal Bayerisch spricht oder Österreichisch, ist wurscht, ne? Wienerisch ist wurscht, voll cool. Ich mag sowas sehr gerne. Also ihr Dämonenjäger, haltet bitte jetzt mal eure Schwerter still. Ich habe wieder jemanden dabei. Die denken sich da jetzt echt nichts dabei? Die lassen ihn jetzt echt in Ruhe? Ich bin verblüfft. Keiner? Niemand? Okay, die haben blindes Vertrauen zu uns. Perfekt. Du Eldrick, der kann uns nicht helfen. Dann werden wir mal mit den Kollegen hier sprechen, ne? Fangen wir gleich mit ihm an. Mit Mars Mason. Dem sind wir wurscht. Dann würde ich sagen, wer bist du? Fenn? Wer wird jetzt den Hof übernehmen? Ach, wir haben noch gar nicht fertig gequatscht. Ein ganz anderes Thema noch, seine Quest, ne? Wer wird jetzt den Hof übernehmen? Die Natur. Die Natur? Nach dem, was dort passiert ist, wird dort niemand einziehen wollen. Also wird die Hütte verfallen und eine weitere Ruine abgeben. Mhm. Willkommen auf Kalador. Ja, danke schön. Sehr nett. Dann du, Drake. Brooke sucht seine Zauberformel. Burke sucht seine Zauberformel. Entschuldigung. Was? Der kann doch kaum gerade stehen. Wie soll er dann in der Lage sein, etwas zu suchen? Und bevor er weitere Dummheiten anstellt, solltest du ihn zu mir bringen. Dann unterhalten wir uns über diese Zauberformel. Wegen der Zauberformel? Was zum Gürger? Ich habe mich schon gewundert, warum ein Skelett dir folgt. Aber jetzt spricht es auch noch. Beseitigen wir es. Das ist kein Skelett. Das ist kein Skelett, doch. Lass die Waffen stecken. Lass die Waffe stecken. Mit diesen Kreaturen ist nicht zu spaßen. Es ist nicht das, wonach es aussieht. So? Burke hat mit einer Zauberformel herumexperimentiert und das ist dabei rausgekommen. Du meinst, das Ding da ist, ne? Richtig. Und er braucht deine Hilfe. Na schön. Vielleicht kann ich ihm wirklich helfen. Also, hast du die Formel? Es wird auch Zeit. Nein. Hast du die Formel? Also, hast du die Formel? Nein. Aber ich habe da so eine Ahnung. Ich habe gesehen, dass Connor einen Fetzen Papier in der Hand hatte.
Vielleicht hat er, was ihr sucht. Ansonsten könnte Henrik auch noch eine Anlaufstelle sein. Wenn nicht, tja, dann heißt es wohl Abschied nehmen. Hast du was zu tun für mich? Ja, das können wir auch mal fragen. Hast du was zu tun für mich? Du willst dich nützlich machen. Lass mich überlegen. Auf der anderen Seite der Lavaschlucht gibt es im Osten einen Leuchtturm. Wir haben schon eine Menge grüne Feuer rund um die Insel entfacht. Aber der Leuchtturm wurde offensichtlich dazu gebaut, um gesehen zu werden, und ausgerechnet ihn haben wir wohl vergessen. Oh. Wenn wir dort eines der grünen Feuer entzünden könnten, wäre das sehr weit zu sehen. Wenn du einen Weg über die Lavaschlucht kennst, wäre es gut, wenn du das Feuer im Leuchtturm wieder entfachen könntest. Ich werde versuchen, das zu erledigen. Ich werde versuchen, das Feuer im Leuchtturm anzuzünden. Genau. Sehr gut. Hier, nimm dieses Pulver. Damit wird es dir möglich sein, grüne Flammen zu erzeugen. Juhu. Aber benutze es nur auf dem Leuchtturm. Es reicht nur für eine Ladung. Alles klar. Du solltest außerdem etwas Holz sammeln. Ohne wird es schwierig, ein Feuer anzuzünden. Alles klar. Wo kann ich Holz für das grüne Feuer finden? Wo kann ich Holz für das grüne Feuer finden? Du wirst besonderes Holz brauchen, um ein grünes Feuer zu entfachen. Ja. Nicht damit es grün brennt. Dafür habe ich dir das Pulver gegeben. Ja, das ist schon klar. Sondern damit es nicht in ein paar Stunden wieder ausgeht. Das ist logisch, im Sumpf, ja, vor dem Leuchtturm stehen uralte Bäume. Okay. Der Sumpf hat das Holz über tausende Jahre mit seinen Dämpfen und Gasen konserviert. Dieses Holz hört fast nie auf zu brennen. Okay. Wenn du 6 Stücke dieses Moorholzes findest, sollte das für eine ganze Weile reichen. Passt, das ist dann eh kein Auftrag. Die Firma dankt. Dann Henrik, du da. Henrik, machen wir den zuerst. Ich bin auf der Suche nach einer Zauberformel. Ich bin auf der Suche nach einer Zauberformel. Zauberformel? Ja. Versuch's bei Berg. Ich bin der Falsche für so einen Hokuspokus. Er glaubt aber, dass einer von euch die Formel hat. Ach, dann soll er herkommen und es mir selber ins Gesicht sagen. So, dein Auftritt. Ich bin doch schon da. Das Ding kann sprechen. Wahnsinn. Ja, hast du nicht gehört? Ich bin es, Burke. Sag mal, wo hast du den Knochenhaufen aufgegabelt? Ich kauf ihn dir ab. Ach, lass uns weitersuchen. Bei ihm finden wir die Zauberformel nie. Hey, sag deinem neuen Freund, er soll mal ein bisschen auf die Ernährung achten. Hat ja kaum Fleisch auf den Knochen. Er ist schlimmer als wir. Henrik ist schlimmer als wir. Das will ich mal betonen. Okay. Servus. Du kannst dann echt laut tun, wirklich. Porter! Ich hab keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Ja, dann Messer rum. So, das heißt, Connor ist unsere nächste Anlaufstelle. Wie kam ich schnell zu ihm? Ja, das so nicht. So nicht. Connor. War der hier drin? Nein, hier bin ich ganz falsch. Ich bin auch hier ganz falsch. Ich muss darüber. Ich glaube, das war Connor, der Typ da. Warte, ich spring mal hier runter. So. Die Seite muss ich, glaube ich, hoch. Oder? Ging das überhaupt? Jawohl, das geht schon. Genau. Natürlich wunderbar vorbildlichst verlaufen. Hallo. Ah, du bist Burke. Das war Burke, genau. Entschuldigung, wo ist dann dieser Connor? Ich kenne dich besser nicht. Lass mich bloß in Ruhe. Das war Kyle. Wo ist denn dieser Connor? Connor. Wo du seien. Ist er dann doch unten? Ja, muss dann unten sein, ne? Ja! Aber wo? Hier drin? Ah, der könnte sein. Ja, da. Entschuldigung, bin umsonst im Kreis gelaufen. Ich suche eine Zauberformel. Ich bin auf der Suche nach einer Zauberformel. Dann solltest du besser die Magier aufsuchen. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Meine Interessen liegen woanders. Ich traue ihm zwar nicht, aber wir sollten uns weiter umhören. Interessanter Begleiter, den du da hast. Der würde mir eine hübsche Summe einbringen. Vergiss es.
Drake sagt, du hast Burkes Zauberformel. Drake sagt, du hast Burkes Zauberformel. Verdammt. Vor dir kann man auch nichts geheim halten. Mm-mm. Na schön, ich habe tatsächlich eine Zauberformel gefunden. Dann rück sie raus. Ich muss sie haben. Du kannst deiner Kreatur sagen, dass ich meine Geschäfte ausschließlich mit Menschen abwickel. Ich bin keine Kreatur. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Wenn du mir 300 Goldstücke gibst, will ich dir geben, was ich habe. Ja, ist kein Problem. Bitte. Hier hast du das Gold für die Formel. Dann sollst du sie haben. Hier, nimm. Danke. Man empfiehlt sich. So. Und jetzt? Hier. Hier ist deine Formel. Gut. Dann bleibt nur noch eines zu tun. Wenn ich die Formel spreche und nicht in meinen Körper zurückkehre, gib ihm den Rest. Dir wird schon nichts passieren. Dir wird schon nichts passieren. Na, dann wollen wir mal. Immatura morte opetere. So, jetzt ist er weg. Mhm. Dann schauen wir mal nach, ne? Er war da oben. Er war hier oben. Und er steht hier. Hallo? Endlich habe ich meinen Körper wieder. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Dafür sollst du einen Batzen Goldstücke kriegen. Danke. Vermisst du deine Knochengestalt? Woher hattest du das Skelett für dein Experiment? Ja. Woher hattest du das Skelett für dein Experiment? Es gibt für alles einen Ort. Man muss nur wissen, wo man graben muss. Und in meinem Fall lag die Lösung direkt am Fuß der Zitadelle. Der Friedhof. Also wenn du Bedarf hast, schnapp dir einfach eine Schaufel und fang an zu buddeln. Vermisst du deine Knochengestalt? Vermisst du deine Knochengestalt? Nicht im geringsten. Ich sag dir, Skelett sein hat nur Nachteile. Das Betrinken macht keinen Spaß mehr und so ein feines Stück gebratenes Fleisch geht dir auch am Arsch vorbei. Ja, ja. Und mit den Frauen ist natürlich auch Essig, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich. Alles klar. Sehr gut. Haben wir das auch geklärt. Ich werde jetzt da nicht mehr runterhüpfen, weil sonst bin ich, glaube ich, tot. Ich werde versuchen, den normalen Weg lebend zu beschreiten. So. Sehr gut. Haben wir das auch geklärt, ne? So. Dann nächste Quest, ne? Herrlich. So. Die Crew geht auch noch nicht. Wir haben ja noch kein... Schief, ne? Naja, wobei eigentlich schon, oder? Egal. Grüne Flammen. Genau, das werden wir als nächstes angehen. Was ist eigentlich mit dem? Wo ist eigentlich das? Nirgendwo. Ruhe in Frieden ist nur da drüben. Aha. Ich habe Kisko von einem alten Grab vertrieben. Der Kerl will die Ruhe der Toten stören. Das mit den grünen Flammen glaube ich jetzt lieber, weil wir da einen Anhaltspunkt haben, ne? Hier. Ah, da haben wir das Holz, was wir brauchen. Und da ist der Leuchtturm. Ja gut, dann würde ich sagen, wir marschieren mal. Hierhin. Das heißt, ich kann mich mal vor die Zitadelle porten und dann marschieren wir los. So. Achso, trinken wäre jetzt auch noch gut gewesen, aber das passt genau, wir kommen eh beim Bauernhof davon vorbei. Da gönnen wir uns einen Schluckerl und bis wir dann bei der Brücke sind, wo ich hoffentlich mit dem Papageienflug drüber komme, werden wir dann genesen sein. Jo, das ist der Plan. Schlicht und einfach. So, begrüße, servus, grüß euch und Prost. So. Zu dem Fall von dem Bauernhof hier, ne? Mit dem Kerzenständer.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die gnädige Frau da, ne, die Semira, wir haben ja nicht gesprochen mit ihr, aber ich glaube, dass die sogar den Kerzenständer gestohlen hat, beim Fenster vielleicht rausgeschmissen hat, die Kobolde den stibitzt haben und ihm die Schuld gegeben haben, dem Knappen, ne? Aufgepasst! Ja. Auf. Auf. Geht schon. Kannst du drauf kommen. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Nein. Ganz sicher nicht. Zack, zack, zack. Ui, langsam, langsam. Zack, zack. Und zack. Volle Hüten drauf. Bäm. Zack, zack, zack. Und bäm. Ui, ein Kobold. Gott sei Dank. Gehst jetzt mal ein, du Dreckskelett. Gut, und der Kobold jetzt. Au. Alter, der hat mich gerade angeschossen. Mistviech. Au. Bam. Sehr gut. So. Das tote Skelett. Mal schauen, wo es. Zusammen sind wir stärker. Hi. Ah, da ist er. Das Skelett. Alter. So, jetzt aber. Der Kobold. Was? Elegant gelöst. Das Schattenpack glaubt wohl, das bisschen Lava beeindruckt mich. Du kannst dir mal ein Bad nehmen. Sehr witzig. Hä? Ein Dämonenjäger und hinter ihm alles voller Schergen? Wie geht denn das? Jetzt bin ich überfragt. Aber den Kristall, den nehmen wir mal mit. Okay. Dann habe ich gesehen, da unten wäre eine Schlafmöglichkeit. Die nutzen wir auch gleich. Dann ist wieder fix Tag, weil wir bis zum Morgen pennen werden. Würde ich vorschlagen. Sein Proviant nehmen wir auch mit vom Dämonenjäger. Silberteller und das Gold nehmen wir auch mit. Die Kiste plündern wir auch. So, vielleicht hat er auch eine Idee, wie wir Kamott über die Brücke können. Hühnchen und Schrott. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Toll, der schläft gleich neben Felsspinnen. Ja, Dämonenjäger sind hart gesotten. Zack, zack, zack. Au. Ja, Herrschaftszeiten. Zack. Zack. Bam. Bam. Quatsch. Und der letzte. Ah, geht ja. Gell? Elegant. So. So. Haben wir jetzt Ruhe? Ah, da hinten wird es noch Kräuseln an Getier, aber jetzt schauen wir uns noch zuerst bei dem Lager hier noch fertig um und reden mit dem Dämonenjäger, würde ich sagen. Wir schlafen bis zum nächsten Morgen, wenn es möglich ist. Aha, wir gehen wieder in die Geisterwelt, alles klar. Tada! Ui, wen haben wir denn da zu sprechen? Aha. Okay. Servus, du bist Garcia. Hey, du, bleib stehen. Hui. Hast du meine Goldbrosche gesehen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Verdammt! Ich war mir fast sicher, dass sie hier irgendwo... Du hast sie doch bestimmt gestohlen. Gib sie wieder her, bevor ich dir das Fell über die Ohren ziehe. Du bist unhöflich. An diesem Ort gibt es kein Gold. Ich habe deine verdammte Brosche nicht. Gibt es kein Gold. An diesem Ort gibt es kein Gold. Pah! Und was ist das hier? Moment mal. Wo ist meine Geldbörse? Aha. Sie war doch gerade noch. Geh mir aus dem Weg. Ich muss hier so schnell wie es geht wieder verschwinden. Moment noch. Okay. Der Garcia, ne?
So, bis zum nächsten Morgen pennen wollte ich eigentlich. Sehr gut. So. Das haben wir jetzt gebraucht. So, wir speichern das Ganze wieder. Ja. Und reden mal mit dem Kerl da. Servus, Nate. Lange nicht mehr gesehen. Was ist mit der Brücke passiert? Warum bist du hier an der Schlucht? Ich habe Fisch für dich. Ja, das kann man eigentlich auch machen. Ich habe Fische für dich. Das machen wir zuerst. Dann zeig mal, was du hast. Ein Stück. Danke. Noch ein. Danke. Gut. Was ist mit der Brücke passiert? Was ist mit der Brücke passiert? Hier war mal ein großer Fluss. Aber jetzt, naja, du siehst es ja. Sie sind Lava. Ich habe nicht so genau mitgekriegt, was hier passiert ist. Entweder waren es die Schatten oder die Hitze aus der Schlucht. Diese verdammte Brücke war der einzige Weg zu einem der Bauernhöfe auf der anderen Seite. Warum bist du hier an der Schlucht? Warum bist du hier an der Schlucht? Ich beobachte diese verdammten Schatten. Ich gehe sicher, dass keins von diesen Mistviechern über die Schlucht kommt. Durch die Lava? Keine Ahnung, was für Kreaturen sich dort drüben gesammelt haben, seit wir nicht mehr rüberkommen. Sicher ist sicher. Ich halte Wache. Kannst du mir was beibringen? Ja, schau einfach mal. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Panzerknacker. Mein Taschendiebstahltalent wird verbessert. Meisterdieb. Ach, hier, Panzerknacker. So. Kein Schloss ist vor deinen geschickten Fingern sicher. Dein Schlösserknacktalent steigert sich um 10 pro Stufe. Das wäre echt nicht schlecht. Wäre halt echt nicht schlecht. Weißt was, machen Bring mir bei, wie ich Schlösser knacken kann. Das Wichtigste ist es, dabei nicht gesehen zu werden. Aber das brauche ich dir ja nicht zu sagen. Ich gehe davon aus, dass du nichts Verbotenes mit diesem Wissen anstellen willst. Natürlich nicht. Also, du gehst zu deiner eigenen Truhe, für die du den Schlüssel verloren hast. Ja. Dann nimmst du dir ein biegbares Stück Metall und drückst damit ein bisschen im Schloss herum. Zuerst tastest du den Mechanismus ab, damit du weißt, wie er gebaut ist. Dann biegst du dir das Metall so zurecht, dass du den Mechanismus aushebeln kannst. Mhm. Und ich würde sagen, nehmen wir noch den Bring mir bei, wie ich ein guter Taschendieb werden kann. Wenn du nicht bemerkt werden willst, dann fummel nicht zu lange in seiner Tasche herum. Am besten gehst du schnell hin, rempelst ihn an oder lenkst ihn ab. Finger in die Tasche, den persönlichen Gegenstand rausholen, der sowieso dir gehört. Wenn du Zeit hast, beschwerst du die Tasche mit etwas anderem, damit er nichts merkt. Dann haust du wieder ab. Na gut. Das hätten wir schon mal. Mal ein bisschen was gelernt. Das passt ja schon. So. Da ist halt die Frage, ob wir das mit dem Papageienflug hinkriegen. Vor allem habe ich den Nachteil, dass ich meinen Begleiter nicht mitnehmen kann. Schauen wir mal auf der Karte. Aha. Ich sehe schon. Hier, schwimmen, 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 dann bist du hier drüben. So werden wir es machen. Gut. Das heißt, den Weg, den wir eh schon mal beschritten haben, gehen wir jetzt einfach hier unten weiter. Da gibt es eh noch ein paar Viecher, die können wir wunderbar zerkleinern. Ah, hier wäre auch noch was vielleicht. Ich schau mal. Feuerblümchen. Ui. Ein Lavagolem. Den haben wir eh schon einmal besiegt. Machen wir gleich nochmal. Ich hoffe, dass Edward auch kommt, weil sonst haben wir da bald Hackfleisch. Ui. Jawohl, der ist er schon. Sehr schön. So muss das ausschauen. Autsch. Jawohl. Es sieht aus, als könntest du einen Schub vertragen nach diesem Kampf. Ja, theoretisch. Ah, da haben wir schon das Wasser. Und ein Boot sogar. Ah, da wäre noch ein Feuerdingens. Weißt was? Den machen wir auch platt, oder? Wenn wir schon so gut unterwegs sind. Warum nicht? Gibt auch leckere Erfahrungspunkte. Du machst mir keine Angst.
genau, immer schön drauf. Immer fester drauf. Ich bin rein und... Ja, ich auch. Das war jetzt sehr elegant. So, was haben wir denn da? Trankel? Eisenerz, ein bisschen was. Ja, das ist schön. Das war lukrativ. Ich traue mich mal hier runter zu hüpfen. So. Und hier runter. Sehr gut. So, mal schauen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Apfelein, wenn ich ihn krieg. So, die Kiste ein bisschen verschupfen, dann geht schon. Ein Apfelein. Und da ist sonst nichts. Gut, mein Ziel ist es, von hier nach darüber zu schwimmen. Ich werde das natürlich jetzt speichern, weil wir jetzt schön brav zwei Feuergolems zerstört haben. Und ich versuche mal... Aha. Du, das geht nicht. Muss ich jetzt warten, bis die Wellen sich beruhigt haben? Interessant. Ah, das klappt da wirklich nicht. Aber warum? Wahrscheinlich ist der Wellengang tatsächlich zu stürmisch. Oder das Wasser ist zu warm wegen der Lava. Das ist echt komisch. Ich darf da nicht drüber, nein. Nein, 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 nein. Dann muss ich hier vielleicht den Papageienflug nutzen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. Na, geht auch nicht. Ich folge dir. Geht auch nicht. Okay. Schwimmen wäre noch eine Lösung gewesen. Jetzt wären die Wellen aber weniger, oder? Schaut das nur so aus. Wieso kann man da nicht drüber schwimmen? Das wäre die eleganteste Lösung gewesen. Mäh, Alter. Warte mal. Gibt es da eine andere Möglichkeit? Da oben. Da wäre eine Höhle. Hier nach da. Hier wäre eine Höhle. Aber die Frage ist, wo ist der Eingang dazu? Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Hier ist auch zu Ende. Da ist nun Durchgang. Hier wäre zwar eine schmale Stelle, aber das kann man trotzdem nicht passieren. Ich kann nur probieren, von hier nach da zu schwimmen und da am Rand entlang, aber es würde wahrscheinlich auch nicht gehen. Da wäre so ein kleines Stück. Aber jetzt bringe ich es in starke Wellen. Das da wäre halt so eine Höhle. Das wäre ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, hier mit dem Papageienflug rüber. Dann bin ich aber allein. Und dann mich versuchen, hier rauf zu kämpfen bis hierhin.
Das würde nämlich ausschauen wie ein Teleport. Verstehst? Ein Teleportplatz. Das würde noch nach einem Plan sich hier anhören. Aber der Part ist wieder zu Ende. Alter, wie die Zeit vergeht. Wow. Alter, Schalter, sauf ich. Ja, du sagst es. Gut, dann gehen wir wieder rauf. Und dann probiere ich einfach, ich weiß, ich bin dann alleine. Aber ich werde dann einfach mal versuchen, einen Teleporter zu finden. Also sprich, mich da alleine durchzukämpfen. Soll ich mich nochmal hinlegen? Ach, jetzt habe ich gar nicht aus. Dann speichere ich hier nochmal. Ich will es nur mal probieren. Wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. Hä? Das geht auch nicht? Okay. Da komme ich jetzt nicht mit. Gut, dann werden wir mal die Quest im nächsten Part noch durchlesen und schauen, wie das hier gedacht ist, weil ich kann nicht drüber fliegen. Ich kann irgendwie gar nichts machen. Vielleicht hilft uns so ein Baum irgendwie auf die andere Seite. Mal schauen. Ihr Lieben, das war's auf jeden Fall für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!